Angela Merkel hat eine Vision, wie auch Obama. Wir werden mit der EU über eine umfassende Handelspartnerschaft sprechen. Und Barroso. Gemeinsam wären wir die größte Freihandelszone der Welt. Wirtschaftswachstum und politische Stärke versprechen sie sich davon. Zwei Märkte sollen zusammenwachsen mit der sogenannten Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft. Auf Englisch Transatlantic Trade and Investment Partnership. Daher kurz TTIP oder TTIP genannt, ein Abkommen, das als unfair und gefährlich von Verbraucherschützern und Globalisierungsgegnern kritisiert wird. Hier die Verhandlungsführer des TTIP. Links der Amerikaner Dan Mullaney will die US-Interessen durchsetzen. Rechts der Spanier Ignacio Bercero vertritt die EU. Die USA und Europa, zwei gewaltige Märkte. Täglich werden zwischen ihnen Güter und Dienstleistungen im Wert von 2 Milliarden Euro ausgetauscht. Mit dem TTIP sollen Zölle fallen und der Handel erleichtert werden, damit Konzerne Millionen sparen. Das soll auch Vorteile für die Verbraucher bringen. Für Deutschland werden 160.000 neue Arbeitsplätze vorausgesagt. Der Handelskommissar der EU, Karel de Gucht, ist seit Juni 2013 mit den Details der Verhandlungen beschäftigt. Seine Botschaft ist klar. Es ist ganz offensichtlich, dass das Wachstum schaffen wird und mehr Einkommen für unsere Bürger. Ich bin sicher, dass es Hunderttausende neue Arbeitsplätze bringen wird. Es klingt, als käme ein Segen über die Welt. Doch womöglich lauern hinter den Job- und Wachstumsversprechen schwer einzuschätzende Gefahren. US-Konzerne würden gerne in Europa Produkte verkaufen, die derzeit in der EU verboten sind. Hühner, die mit Chlor desinfiziert werden, Hormonfleisch von geklonten Rindern und Chemikalien, die in der EU wegen Gesundheitsgefährdung nicht erlaubt sind. Doch die EU-Kommission und Politiker sind sich einig. Ein Riesenschritt nach vorne, der auch neue Arbeitsplätze schaffen würde. Neue Arbeitsplätze. Mehr Jobs, mehr Wachstum. Damit kommen wir aus der Krise. Vollmundige Versprechen. Doch auf beiden Seiten befürchten Bürgerinitiativen, dass die Politik demokratische Rechte opfern könnte. Zugunsten der Macht multinationaler Konzerne. Wem nützt also der Handel ohne Grenzen? Darüber wurde in der Katholischen Akademie in Bayern diskutiert. Akademiedirektor Florian Schuller lud Befürworter, Skeptiker und Gegner ein, sich den Fragen des Publikums zu stellen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon auch völlig unabhängig. Moment, ich sage das. Europa anschauen. Und das sind die 5 Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Das ist natürlich traurig, wenn diese Freihandelszone für diese Menschen eben... Man kann heute nicht über globale Wirtschaft reden, wenn man nicht auch gleichzeitig sagt, globale Werte. Globale Wirtschaftsverbreitung geht Hand in Hand mit globalen Werten. Wir sind eine westliche Wirtschaftsgemeinschaft, das ist Amerika und Europa, das ist Amerika und Deutschland. Wir haben sehr gleiche wirtschaftliche Strukturen, sehr gleiche wirtschaftliche Systeme. Und darauf zu kapitalisieren, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also ich betrachte mich als jemanden, der diese Verhandlungen eher skeptisch betrachtet. Nicht, weil ich etwas generell gegen freien Handel hätte oder der Auffassung bin, dass es gut ist, wenn Staaten sich ökonomisch abschotten, sondern weil diese Freihandelsabkommen heutzutage sehr viel komplexer sind und eben eine ganze Reihe von regulatorischen Fragen, gesetzgeberischen Fragen, Fragen von Umwelt- und Sozialstandards betreffen, die nicht so einfach zu lösen sind, dass man sagt, man schickt 3-4 Handelsdiplomaten aus Brüssel und Washington zusammen, die sollen das mal aushandeln und am Ende kommt eben ein entsprechendes Abkommen heraus, sondern das sind sehr komplexe Fragen, die da diskutiert werden und die aus meiner Sicht eben auch in einen öffentlichen Prozess gehören, die öffentlich diskutiert werden müssen und die dann auch öffentlich entschieden werden müssen. Man muss sich klar darüber sein, dass Handelsverhandlungen die kompliziertesten sind, die es überhaupt gibt. Das ist auch in der World Trade Organization, in der Welthandelsorganisation so. Auch über die einzelnen
den einzelnen Diskussionsverlauf in Genf hört man nicht täglich und kann man auch nicht täglich diskutieren, weil das würde die Themen völlig auseinanderfransen und würde mit Sicherheit dazu führen, dass es zu keiner Einigung kommt. Wir haben die große Sorge, dass dieses Abkommen erhebliche negative Auswirkungen auf die Demokratie in der Gesellschaft, aber auch auf die Frage der Sicherung von Sozialstandards haben kann. Ich finde, wenn die beiden Demokratien auf den beiden Seiten des Atlantiks enger zusammenarbeiten, stärkt es sie gemeinsam in dieser Welt gegenüber Mächten, die immer stärker werden und die nicht demokratisch sind, nicht rechtsstaatlich sind, wenn ich einige der BRICS-Staaten sehe. Durch die Diskussion führt der Publizist Fritz Glunk. Es wird nicht in voller Offenheit geredet. Es wird von Grundsätzen geredet und von allgemeinen Prinzipien, die in der Tat in Abkommen stehen oder auch an anderer Stelle, dass keine Kommune gezwungen werden kann, irgendeine Daseinsvorsorge zu privatisieren, dass niemand gezwungen wird, seine Standards zu ändern. Das steht auch in den Abkommen. Aber was dann darunter steht und wovon von den Befürwortern nie die Rede ist, sind die Ausnahmen, die dazu gefasst werden. Und die Ausnahmen von den Ausnahmen, da wird es sehr, sehr kompliziert, aber jeder, der sich auskennt, weiß dann ganz genau, an welcher Stelle er sein Produkt, das wir nach dem Grundsatz ablehnen, unterbringen kann. Erster Themenbereich, die ökonomischen Effekte. Diese Frage geht an Herrn Paquet als Ersten. Herr Professor Paquet, wer braucht diese TTIP eigentlich? Ist die ganze Frage. Also zunächst ist das Handelsabkommen aus volkswirtschaftlicher Sicht in jedem Fall ein Wachstumsmotor und ein Wertschöpfungsmotor. Das, was ich eben ökonomisch gesagt habe, hat natürlich weitreichende politische Konsequenzen. Denn es bedeutet, dass die Region, die gewissermaßen aus dem 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung, mit der Globalisierung kommend, ein solches hoffentlich dann funktionierendes Freihandelssystem schafft, daran werden sich sehr viele anschließend orientieren. Und das ist natürlich eine beispielhafte politische Wirkung, die weit über die ökonomischen Kalkulationen hinausgeht. Also mit dieser positiven Botschaft möchte ich sozusagen in die Diskussion einsteigen, bevor wir uns dann in den einzelnen Problemen verstricken. Ja, und den Abend eröffnen, Herr Professor Paquet. Will jemand von Ihnen darauf antworten? Hilfsweise habe ich eine Frage, aber sehr gerne Sie. Also, mich reizt das schon, da was zu sagen, weil ich denke, das kann man nicht unwidersprochen stehen lassen, dass Freihandel nur Wohlstand und Arbeitsplätze schafft. Wir haben ja 20 Jahre Erfahrung mit dem europäischen Binnenmarkt und wissen, dass viele Versprechungen, die damals gemacht worden sind, nicht eingetreten sind. Wir sehen, dass auch die Entwicklung des europäischen Binnenmarktes durch eine Reihe von Fehlentwicklungen und Fehlkonstruktionen geprägt ist. Wir haben hier eine extreme Schlagseite. Soziale Standards sind extrem unterbelichtet. Wenn wir über den Tellerrand schauen, dann müssen wir auch feststellen, dass die Globalisierung uns nicht den Wohlstand oder den arbeitenden Menschen auf der Welt beschert hat, so wie man sich das eigentlich wünschen müsste. In Deutschland haben wir in den 70er Jahren eine Textil- und Bekleidungsindustrie gehabt mit über 900.000 Beschäftigten. Heute arbeiten in diesem Bereich nur noch 90.000 Menschen. Ein großer Teil der Arbeitsplätze ist abgewandert nach Asien. Wir können heute unsere Kleidung viel, viel billiger kaufen. Aber wer aufmerksam die Medien verfolgt hat, der weiß, unter welchen katastrophalen Bedingungen in Bangladesch und anderen Ländern geschuftet sind. Da sind in den letzten Jahren mehrere tausend Menschen zu Tode gekommen, weil Fabriken eingestürzt sind, weil es Brände gegeben hat. Und das ist der Preis, den viele Menschen für diese sozial unregulierte Globalisierung zahlen. Und das kann aus unserer Sicht, aus der Sicht von Gewerkschaften, überhaupt nicht akzeptabel sein. Es ist völlig unklar, welche Wechselwirkung sozusagen dieser Mega-Freihandel auf die Beschäftigung haben wird. Das sind alles Faktoren, die sind recht unbestimmt.
In den Medien werden beeindruckende Zahlen und Prognosen in Umlauf gebracht. Doch was steckt tatsächlich hinter diesen Schätzungen? Wie und von wem wurden sie ermittelt? Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München wurde damit beauftragt. Für die Prognosen wurde zum Beispiel vorausgesetzt, dass der Handel mit den USA 80% zunimmt und dass es keine Wechselkursschwankungen gebe. In einer Studie wird sogar völlig unrealistisch ein Binnenmarktszenario zugrunde gelegt, bei dem die USA alle EU-Gesetze übernehmen würde. Der Hauptautor sämtlicher deutschen Studien, Gabriel Felbermeier vom IFO-Institut, hält die Effekte des Abkommens für gar nicht so groß. Die Grundbotschaft, die auch da schon klar sein musste für jeden, der das liest, ist, dass A, die Beschäftigungseffekte nicht negativ sein werden, in allen Szenarien sind sie positiv, und dass sie B, auch im optimistischsten Szenario klein sind, da reden wir von 0,4% der Beschäftigung. Der Hauptautor der Schätzungsstudie gibt zu, dass das Abkommen vergleichsweise wenig bringt. Aber die Chef